Gun aus Chiang Mai, meine Lieben. Heute mal wieder eine Buchvorstellung. Und zwar von James Clavell, Taipan, ein Roman. Ja, James Clavell ist vielleicht bekannt. Er hat Shogun geschrieben, der dann auch recht erfolgreich verfilmt wurde. Da drehte es sich um Japan. Hier dreht es sich um Hongkong, die Entdeckung und Besiedlung dieser Insel durch die Engländer. Aber es ist eigentlich viel mehr als das. Ich lese mal die kurze Inhaltsangabe vor. Der schottische Seefahrer und Kaufmann Dirk Struan verwirklicht mit eisernem Willen den Traum seines Lebens. Er macht Hongkong, die Insel vor der Küste Chinas, zum Sprungbrett in das geheimnisvolle Riesenreich und zur britischen Kronkolonie. Ja, der Boston Advisor hat geschrieben, ein monumentales Abenteuer. Es zieht den Leser in seinen Bann, es hypnotisiert ihn, einfach fantastisch. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Das gute Stück hat gut und gerne seine 892 Seiten, ziemlich klein auch geschrieben, aber sogar für mich noch ohne Brille lesbar. Ja, es handelt von dem erwähnten Dirk Struan, der Freibeuter, Opiumhändler und was auch immer alles ist. Man lernt in dem Buch viel über China, über Asien, über die britische Kronkolonie Hongkong, ihr Entstehen, ihr holpriger Weg zur Kronkolonie. Ja, und es liest sich, wie soll man so sagen, wie in einem Rutsch, also wenn man mal angefangen hat, also ich kann damit nicht aufhören, ich habe das Buch jetzt mindestens schon 10 Mal gelesen und entdecke immer wieder was Neues. Es ist fantastisch geschrieben, dafür steht der Name James Clavell und wirklich sehr zu empfehlen. Das steht mal außer Frage. Jeder, der sich für Asien interessiert, sollte diesen Roman einfach mal gelesen haben. Es hilft, sehr vieles zu verstehen, was hier so im asiatischen Raum vor sich geht und wo es seinen Ursprung hatte. Ja, ja. Kurz und knackig, Leseempfehlung, Daumen sehr nach oben. Und wo wir beim Daumen sind, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Ich danke fürs Zuschauen und verabschiede mich. Bis demnächst. Ciao, ciao.